Beim Puol TL6, dem sechsten Trainingslauf für den Bundesorientierungslauf, lief ich von Neumarkt nach Feucht am schönen Ludwig-Donau-Kanal entlang und außerdem am Ufer der Schwarzachklamm. Stadt am Neumarkter Bahnhof. Jetzt geht's richtig Richtung Ludwig-Donau-Kanal. Jetzt habe ich den Kanal erreicht. Das war ein Frühlingsfest. Das ist der Rosengarten. Leider blühen die jetzt noch nicht. Naturweg auf dieser Seite. Man muss nur die richtige Seite wählen. Hintergrund der Dillberg. Und hier geht's weiter. Da können wir sogar rüber. Da waren die Algen rausgeholt, sonst würde das ganze Wasser umkippen. Für die damalige Zeit schon ein technisches Wunderwerk. Werde ich jetzt eine kleine Mittagsrast einlegen. 15 Kilometer habe ich jetzt geschafft. Der linke Naturweg ist eindeutig schöner. Schauen, wie ich da weiterkomme. Dieser Kanaldurchstich ist sicher eines der großen technischen Meisterleistungen, die man an diesem Kanal so oft bewundern kann. Schmeckt lecker. Boah, Oberverrieden war total lecker, aber ich glaube, es war ziemlich stark, jetzt habe ich total ansitzen. Das hier ist die Schleuse 33.
wirklich eine Schleuse nach der anderen. Schleuse 37. Schleuse 40. Sechste Schleuse. Jetzt geht's dann gleich zur Schwarzachklamm weg. Jetzt geht's vom Kanal weg. Jetzt habe ich die Schwarzachklamm erreicht. Diesmal laufe ich das südliche Ufer der Schwarzachklamm entlang, da ich das nördliche Ufer ja schon von einem der vorherigen Läufe kenne. Da bin ich gerade runter, war etwas heftig. Es wird leider auch nicht mehr so viel Zeit, jede Grotte da zu erkunden. Nun laufe ich noch über den Bruckkanal, bevor es Richtung Feucht weitergeht. Jetzt geht's endgültig vom Kanal weg. Autobahn liegt bereits in Feucht. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Feuchter Bahnhof. Hier ist so ein ganz schmaler Grünstreifen zwischen Autobahn und Siedlungsgebiet.